Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Raisin Riddles Rise of the Goblin King. Yeah, wir werden diese Folge Gold zum Schmelzen bringen und diesen blöden Goblin da bestechen. Da brauchen wir erstmal Gold und ich schau mal, wo dieser Weg hier lang führt. Müsste eigentlich dieser Seiteneingang sein, wo man nicht durchkommt. Ach ja. Fire in the hole, würde Six sagen. So. Hier muss doch ein Nugget sein. Ja. Boah, würde man so einen Goldnugget finden. Ich finde, Gold hat schon was Mystisches, echt. Würde mich mal reizen, wirklich so ein bisschen Gold zu waschen, aber ich glaube... in Deutschland findet man so gut wie nichts mehr. Auf jeden Fall kein echtes. Also, nicht viel echtes. So. Naja, wobei, es gibt ja diese Schatzsucher. Wenn da jemand so einen Schatz findet, dann könnte der durchaus Glück haben. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Feuer. Ja, klar. Schmeiß die Fackel erstmal auf den Boden. So, es werde Licht. Check. Jawoll. Okay, jetzt haben wir hier einen Goldeimer, aber der reicht wahrscheinlich nicht. Das hatten wir, genau. Da brauchen wir den Eimer und so ein Ding in hier. Eigentlich voll mies. Achso, da brauchen wir den Heavy. Wir vergolden eigentlich nur das Blei. Der Typ denkt deshalb, dass das komplett aus purem Gold besteht. Aber dabei ist nur vergoldet. Mensch, Mensch, Mensch. Moralisch fragwürdige Dinge tun wir hier. Na, komm. So. Und das jetzt noch dazu. Und das Gold ist fertig im Blut. Jawohl. So, die Frage ist, wie wir das jetzt... was? Wandteppich, ja super. Nein! Junge! Dein Arm ist zwar heavy, aber... Phew. Okay. Aber jetzt eigentlich nicht. Jetzt kann ich gerade nicht schlagen. Tja. Vielleicht können wir es ihm von hier aus geben. Was? Was für Mistvieh? Nein, wir mussten ihn doch bestechen. No. Und nu? Das blöde Elstervieh hat unser Geld geklaut. Unser Gold. Autsch, das tat weh. Die kommt so schnell nicht wieder. Ja. Dann geben wir ihm jetzt einfach so einen Eisenhelm. Achso, der ist ja... Was ist denn der? Ah, der müsste noch oben sein. Ja, ja, wenn ich mich prügel, dann schlage ich auch genau so auf meinen Gegner ein. Ja, stirb! So. Ich bin so vergnügt. Wie er auch läuft mit dem Helm. Ach, herrlich.
Pitu. Hey, Mr. Goblin! Hello? Do you like it? Ach, der Sergeant Rumpel, ne? Ich finde, eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Also ohne den Sergeant Rumpel da jetzt beleidigen zu wollen. Den mag ich sehr gerne, Typ. Der hat da bestimmt mitentwickelt, heimlich. Ah, lecker Schmecker. So, der gönnt sich jetzt sein Festmahl für das Gold, was wir ihm gegeben haben. Warte mal, was haben wir noch zu tun? Ach, repariere die Brücke. Wie sollen wir das machen? Bauplan? Warte mal, können wir nach da unten vielleicht mal? Ja, okay. Ach, was ist das denn? Ist das was? Ein Podest, wow. Da steht anschauen. Hier versteckt der Troll seine Schätze. Ah ja. Hier versteckt der Troll seine Schätze. Ja, wir haben es kapiert. Nee, wir können es nur anschauen, nicht öffnen. Schade. Oh. Ach, ein Bauplan. Ein Plankenplan. Ah. Easy. Okay, dann. Holen wir mal den Plan. Tupitu! Ja, hier können wir auch runter. So. Voll gut, okay. Ja, geh mal zur Seite. So wird man zum Brückenreparateur. Ja, ja, zerstöre dich selbst, ne? Mann, was die von mir erwarten. So. Wie wird man zum Brückenreparateur? Wie? Warte mal. So. Aha, Bretter und ein Nagel. Warte mal. Nagel habe ich irgendwo schon gesehen. Bretter, weiß ich, wo wir die finden? Die finden wir. Mal sehen, was der hier unten sammelt. Alte Knochen und Zähne wahrscheinlich. Mindestens das. So. Da vorne sind nämlich die Bretter. Hui! Ach, wie elegant er sich abrollt. Hat schon Assassin's Creed Niveau. Real Engine. Okay. Nageln wir mal eben ein paar Bretter zusammen. Lalala. So, was fehlt uns da noch? Also, wir haben jetzt... Wie, reicht schon? Okay, ich dachte, ein paar Bretter brauchen wir. Warte mal, jetzt können wir ja... Ach, Nagel. Genau. Der müsste hier... Da. Da gewesen sein. Ist er doch, oder? Jawohl. Ach ja. Ah, der Nagel, der hat schon was Diabolisches. So ein Nagel, den man einem Vampir ins Herz rammt. Oder sind es Vampire? Sind Vampire. Achso, ja, da brauchen wir wieder unseren Kollegen. Weil ich keinen Bock habe, den Umweg zu laufen, probier es mal so. Das hast du kommen sehen, nicht wahr? Na. Ah, ich bin so clever. Jawohl.
Wie erlaubt ist es dir? Ich bin motiviert, ich bin motiviert. So. Ach ja. So, kann der Heavy jetzt auch mal was machen? Was bautechnisch wertvoll ist. Die Brücke ist zwar repariert, ja, aber noch nicht edel genug für King. Wie edel genug? Hallo, eure Hoheit? Achso, losfahren, bitte? Ich nehme den mal mit, ne? Ich will zwar nicht hoffen, dass wir den brauchen. Ja, was sonst, ne? Natürlich braucht der König noch einen Teppich für, der über die Brücke gelegt ist. Was auch sonst, ja! Ach ja, am besten den ganzen Weg ein Teppich. So, darf ich auch noch mit drauf? Nee, ich darf den König nur weiterschicken. Ja, gut. Fahren Sie. Ich hole Sie schon ein. Oh, nee. Erst haben wir die Brücke repariert, jetzt machen wir sie wieder kaputt. Prima. Ja, weil ihr zu fett seid. Ich bin hier der Einzige, der auf seine Linie achtet. Da brauchen... Kriegen wir es hin? Oder... Ach so. Ja, easy, ne? Ja, jetzt weg. Okay, wir sind immer ein Duden. Dieser Ort steht mir wirklich auf den Senkel. Komm, die tricksen wir aus. Ja, der war natürlich auch. Kommen sehen, nicht wahr? Nein. So, Action. Ach, ist das gemein. Die tricksen wir aus. Hallo. Tja. Yippie! So. Auf geht's ins Gebirge! Dort finden wir bestimmt einen besseren Weg. Ja, vielleicht einen besseren König. Ups, die Kutsche ist hin. Naja, ein paar Teile davon können wir vielleicht noch gebrauchen. So, die ganzen Ladebildschirme habe ich jetzt mal rausgeschnitten. War auf Dauer dann doch ein bisschen nervig. Ja, wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Race and Riddle Rise of the Goblin King. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.